einer der Heiligen, das heißt einer der Altvorderen, erfuhr, dass einer der Brüder in Unzucht gefallen war. Und er sagte, er hat Böses getan. Wenige Tage nachher starb der Bruder, und ein Engel des Herrn kam mit der Seele des Bruders zum Alten und sagte ihm, siehe, den du gerichtet hast, ist tot. Wohin willst du, dass ich ihn werfe? In das Reich oder in die Bestrafung? Und bis zu seinem Tode fuhr der Alte fort, Gott für diesen Fehler um Verzeihung zu bitten, mit Tränen und großen Mühen. Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes vom verlorenen Sohn hat viele Aspekte. Wir werden es in diesem Jahr ja noch an einem der Sonntage lesen. Aber dieser Alte, den die Apophthegmata bewusst als Heiligen bezeichnen, der hat es verstanden, worum es geht. Wie schnell sind wir mit dem Maul und mit dem Finger die anderen? Wir richten. Wir wissen immer, wie es geht. Aber Gott ist anders. Dieser Heilige hat es sein ganzes Leben lang umgesetzt. Diesen Fehler. Buße getan dafür. Weil er einmal einen Bruder verurteilt hat. So zu handeln wie Gott, wie Jesus das uns von uns verlangt, mehrfach, immer, vollkommen zu sein wie Gott, heißt den Vater des Evangeliums nachzuahmen. Heißt das Wort des Propheten Micha, das wir gehört haben, ernst zu nehmen. Er wirft unsere Sünden in die Tiefe des Meeres. Das ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Daran scheitern manchmal sogar Heilige. Aber die Heiligen, wie wir bei diesem Vater sehen, ziehen die Konsequenzen daraus. Und wir?